Im letzten Video hatte ich euch gefragt, ob ihr Interesse habt an der Erläuterung, Erklärung des neuen Miele-Geschirrspülers mit der Autodosk-Disk. Da habt ihr in die Kommentare geschrieben, dass ihr das sehen wollt. Also werden wir das heute gleich mal tun. Und dann würde ich sagen, geht's los. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Küche Gut. Alles gut, ich bin Robert Gutzmann, Inhaber von Gutzmann Küchen hier in Bautzen. Und mit meinem Team haben wir bereits über 1000 Kunden mit ihrer neuen Küche glücklich gemacht. Und das seit 2011. So, jetzt sind wir wieder in der Küche. Ich glaube jetzt in der dritten Woche, das dritte Mal, kann das sein? Ich glaube, ja, ne? Kannst du mit der Kamera auch mal nicken? Genau, das dritte Mal. Ich muss aufpassen, langsam gefällt mir die Küche immer mehr, dass ich die nicht zu Hause haben möchte. Ich habe ja eine. Und zwar, Geschirrspüler hatten wir gefragt, habt ihr euch gewünscht. Vielen Dank für die Kommentare und an der Stelle auch mal einen ganz lieben Dank an die zahlreichen E-Mails, die mich über die verschiedenen Kanäle erreichen, indem ihr euch bedankt für die vielen hilfreichen Tipps und Informationen. Ich versuche sie alle zu lesen, mit dem Beantworten ist es halt einfach ein zeitlicher Faktor. Also wenn ihr da noch keine Antwort drauf bekommen habt, Entschuldigung und das Dankeschön an dieser Stelle. Ja, da das mit dem Geschirrspüler ganz gut geklappt hat, haben wir uns überlegt, dass wir euch noch ein Stück weit aktiver einbinden in die ganze Geschichte. Und zwar ist ja eine Koje mittlerweile frei, die ist leer, also quasi ein Platz für eine neue Musterküche. Ein paar werden dann noch im Laufe des Sommers folgen, die jetzt in den nächsten Wochen dann halt so peu à peu leer werden. Und wir haben uns überlegt, dass ihr, wenn ihr das wollt, mitbestimmen dürft, was bei uns in die Ausstellung kommt. Also wenn ihr Interesse habt, dann dürft ihr das wieder unter dem Video in die Kommentare schreiben, dass ihr mitbestimmen wollt. Und dann werden wir Videos drehen, wo wir euch die Koje erklären, wo wir euch erklären, was wir uns gedacht haben, welche Varianten es für die Koje gibt und ihr dürft dann entscheiden, wie es am Ende werden soll. Und dann gibt es natürlich ein Folgevideo, wenn dann die Küche drin steht, wie dann das Ergebnis ist und das stellen wir dann natürlich dann klassisch auch mit unseren Küchenquickie wieder vor. Genug Vorgeplänkel, kommen wir mal zur Sache. Also im Prinzip ist es in erster Linie erstmal ein klassischer Miele-Geschirrspüler, das heißt, der hat so ein paar Features, die, sagen wir, Miele schon viele Jahre hat. Zum Beispiel eine schöne Geschichte ist die Führung von dem Unterkorb. Ne, also der läuft hier, gab mal eine Autowerbung, da hieß das wie auf Schienen. Ist ja ähnlich. Ne? Also ihr seht das halt auch an den Laufrädern, die sind anders konzipiert als wie bei anderen Spülmaschinen. Das gucken wir gleich nochmal an. Und wie gesagt, der hat hier eine Führung und wenn der dann halt schön beladen ist, kann der halt trotzdem nicht verkippen. So im oberen Korb genauso, dass das halt schön lauffreudig ist. Überall, wo gelbe Bauteile sind, da kann ich was mitmachen. Ne? Die sind dafür da, dass ich halt den Oberkorb quasi in der Höhe verstellen kann. Und wir haben die Miele Besteckschublade. Hier schon eine Weiterentwicklung. Das ist schon bekannt, dass man die Seite beiseite schieben kann. Das ist jetzt nichts Neues. Das ist dafür da, dass wenn hier langstielige Gläser sind, dass die Stiele dann halt ja auch durchpassen, dass die Schublade nicht im Weg ist. Und trotzdem kann ich ja mein Besteck reinpacken. Dann der Mittelteil, der ist entsprechend abgesenkt, damit auch hier eine Kelle oder irgendwie ein Accessoire, halt, was ich beim Kochen benötige, Platz findet. Und dann kann ich diese Seite auch nochmal in der Höhe verstellen, je nachdem, wie ich es benötige und was ich halt unten für Platz brauche. Beziehungsweise kann ich dann auch hier entsprechend kleine Tassen noch mit verbauen. Sollen wir das mal zeigen? Ja. Dann ja, Kamera nicht, Kamera hat gelernt, sehr gut. Dann würde ich sagen, klatschen. Ne? So, also wir klatschen das Geschirr, was wir gerade so besprochen haben, klatschen wir jetzt in die Spülmaschine. Da brauchen wir natürlich eure Hilfe, weil ihr müsst jetzt mal die Daumen drücken,
Das haben wir so noch nicht gemacht. Und das ist jetzt die hohe Schule des Zauberns. Also, Daumen drücken, Achtung, dreimal klatschen. Eins, zwei, drei. Ihr seid spitze. Hat funktioniert. So, also, hier die Tassen, ne, damit das funktioniert. Und jetzt seht ihr schon, jetzt kann ich direkt, weil das ja schon rübergeschoben war, an den langstieligen Gläsern vorbei. Und wenn wir das jetzt hier ranschieben täten, ne, also das würde von der Höhe nicht passen, haben wir rübergeschoben. Somit ist hier Platz für die langstieligen Gläser. Und so funktioniert das. So. Unterkorb mit den Rädern, da machen wir jetzt mal ein Wettrennen. Für das Geschirrspüler-Unterkorbrennen brauchen wir natürlich einen zweiten Unterkorb. Und da das mit dem Zaubern ja sensationell geklappt hat, machen wir das gleich nochmal. Also zaubern wir uns jetzt einen Unterkorb herbei. So, da ist er. Hat funktioniert. Haben ja nichts anderes erwartet. So, und jetzt guckt euch das ganz einfach mal an, wie die einzelnen Räder aufgebaut sind. So, und da seht ihr schon, bei dem Korb ist es so, dass die Auflagefläche relativ dünn ist. Das ist quasi die Fixierung und gerollt wird auf der breiten Fläche. So, und das ist halt hier anders gelagert bei dem Miele, die Rollfläche und die Führung ist halt in der Spülertür. Und somit läuft der Korb viel, sag ich mal, sauberer als der, weil der kann halt eben durch die Führung an den Rädern kann der halt verwackeln. Und dazu kommt noch ergänzend, dass die Räder viel besser laufen oder leichter laufen als die Räder. Und das zeige ich euch jetzt. Dann Korb Nummer 1. Ja, wieder rollt hier. So, Korb Nummer 2. So, ein Stück leicht versetzt. Und wenn die Führung an den Rollen ist und nicht an der Spülmaschine, na, wie ihr hier seht, hat man dann solche unschönen Unebenheiten in der Spülertür drin. Na, also sieht man, der Korb ist schon an der Stelle etwas extremer. Und hier, wo er immer lang läuft, halt eben, wenn der beladen ist, dass der halt hier verkippelt und wenn hier ganz viel Porzellan drin ist, kann der halt eben auch verkanten und dadurch kommen dann halt eben hier unten die Eindrücke bzw. hier die Extremknicke rein. Stört jetzt in der Spülmaschine bei der Funktion nicht, aber sieht halt nicht schön aus und wenn das relativ zeitig auch passiert, wo das Gerät noch neu ist, dann ärgert man sich halt und wie gesagt, ist dann halt etwas unschön. Aber wie gesagt, muss man halt auch mal drüber reden. Das ist an der Stelle, wie gesagt, ein kleiner Nachteil. Ich denke mal, der Aufbau der Körbe der Spülmaschine, das ist jetzt soweit klar. Ergänzend noch, das hatte ich in den ein oder anderen Video ja schon euch immer mal mitgesagt, achtet darauf, wenn ihr eine Spülmaschine aussucht oder eine Spülmaschine als Ersatzbedarf kauft, dass ihr die Möglichkeit habt, das Gerät seitlich zu verschrauben. Da gibt es halt von Hersteller zu Hersteller verschiedene Möglichkeiten. Bei Miele wird es halt durchs Gehäuse geschraubt seitlich. Bei anderen, wie gesagt, bei Bosch Siemens haben wir die seitlichen Befestigungswinkel, die man halt als Zubehör dazu nehmen kann. Und hat halt den Vorteil, dass die Maschine entsprechend fest in der Lücke steht, weil die hat ja keinen Schrank. Und dass halt das Fugenbild am Ende stimmt. Und wenn ihr an der Tür die immer auf und zu macht, habt ihr die Hebelwirkung, dass ihr die Maschine halt nie verdrückt, weil in der Regel haben die halt nur drei Füße, zwei vorn, ein hinten. Und durch die seitliche Verschraubung, also nicht die Verschraubung oben, sondern wirklich wichtig, die seitliche, dass ihr das Gerät dann halt nicht verschiebt, verdrückt etc. Kommen wir jetzt zu der eigentlichen Neuheit. Und zwar auf der IFA letztes Jahr im Herbst vorgestellt, die Powerdisk, die bei Miele dann halt da reinkommt. Die Powerdisk ersetzt das Salz, den Glasspüler und das Spülmittel, hat aber zusätzlich noch einen Glasschutz und einen Silberschutz, glaube ich. Genau, Silberschutz nennt sich das. Muss immer aufpassen, sagen wir nicht manchmal Besteckschutz, aber Silberschutz nennt sich das Ganze, ist noch zusätzlich mit drin. Und der Vorteil der ganzen Geschichte ist, dass die Maschine quasi je nach Programm das entsprechende Granulat dann halt nur abruft.
aus der Disk. Beziehungsweise, wenn ich im Automatikprogramm unterwegs bin, dann passt es halt direkt an den Verschmutzungsgrad des Geschirrs, den Verbrauch des Granulats an. So, laut Angabe von Miele hält die ganze Geschichte 20 Ladungen, also 20 Spülvorgänge. Ja, in der Regel halt im Monat oder ein bisschen weniger. Eine Disk kostet UVP, Angabe von Miele, 8,49 glaube ich, oder 8,95 irgend sowas. Ich glaube 8,95. Im Sechserpack kostet dann die Geschichte 49,95. UVP. So, und dann würde ich sagen, wir machen die einfach mal hier auf. Es riecht direkt nach Chemie. So, also das ist die Disk. Na, seht ihr das? Hier so, das, da ist das Granulat drin. Wie gesagt, da ist alles enthalten, was wichtig ist. So. Oder laut Miele wichtig sein soll. Dann gibt es hier einen Verschluss. Wie gesagt, wenn der neu ist, geht er immer ein bisschen schwer. Zack. So, hier ist jetzt der Dummy drin. Und dann kommt, mache ich jetzt nicht, weil wie gesagt, die Maschine ist nie angeschlossen und wird von uns nicht genutzt. Kommt die Disk dann da rein. Deswegen halt hier unser Dummy. Kommt die Disk da rein. Ne? Fach zu. So, verriegelt. Und dann kümmert sich das Gerät je nach Programm bzw. im Automatikprogramm je nach Verschmutzung. Ist halt eben vorteilhaft, wie gesagt, es ist ja letztendlich Chemie. Und wenn ich das jetzt normal, also in Tab oder sowas reintue, ist ja die Menge immer vorgegeben. Bei der Disk nimmt er sich halt das, was er tatsächlich braucht. Also etwas umweltschonend an der Stelle, was die Chemie dann im Abwasser betrifft. Wenn ich die Disk nicht nehmen möchte, wenn ich mich jetzt nicht an das Unternehmen Miele binden möchte, habe ich trotzdem die Gelegenheit, mein Pulver oder mein Tab da reinzupacken, hier den Klarspüler und im hinteren Bereich klassisch der Salzbehälter. Also das funktioniert dann auch nach wie vor ganz alleine. Und die neuen Geräte, seht ihr hier schon, die sind vernetzt. Und da habe ich mir auch mal die App aufs Telefon geladen. Und dann zeige ich euch das mal ganz kurz. Und zwar habe ich schon mal vorbereitet, kann man, ne? Kommen wir mal ein bisschen näher ran. So, dann gehe ich halt, das ist jetzt der Demo-Modus, auf Geschirrspüler. Dann kann ich programmieren, wann es losgehen soll oder wann er fertig sein soll. Dann halt das Autodos aktivieren und dann kann ich halt hier auch überprüfen, wie viel ist in meiner Disk noch drin. Die App erinnert mich dann auch, wenn das dann halt zu Ende geht, muss halt eine neue Disk dann reinmachen oder halt nachbestellen. Und bietet dann halt auch gleich die Funktion an, wenn ich es halt entsprechend mich hier registriert habe, dass ich aus der App gleich die Disk neu bestellen kann. Ansonsten seht ihr, Klarspüler Salz zeigte mir auch dann den entsprechenden Füllstand an, wenn ich die Disk nicht nutze. Na, wie gesagt, das ist die Demo-Variante, da sieht das halt ein bisschen anders aus, da wird alles gezeigt. Ansonsten entsprechend sagt mir die App, was dann Stand der Dinge ist. So, also wir bewegen uns im digitalen Zeitalter. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, zu dem Gerät, zu der Disk, dafür sind die Kommentare da, da könnt ihr das reinschreiben. Ansonsten bin ich mit meiner Vorstellung soweit durch. Dann schließen wir die Klappe, dann sehen wir, gibt keine Knöpfe mehr, also auch hier alles mit Touch, wie ihr das bei anderen Geräten schon kennt. Tür zu, dann freue ich mich, dass ihr dabei geblieben seid. Vielen Dank dafür. Dann, wenn ihr weitere Tipps zum Thema Küche haben wollt, da unten das Logo Gutzmann Küchen, da könnt ihr draufklicken und den Kanal kostenlos abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch weitergeholfen hat, Daumen nach oben. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao!